Hey Doc. Bitte nehmen Sie doch Platz. Mein neuer Boss hat mir gesagt, ich soll mal vorbeikommen und mich testen lassen. Ja, ein psychologisches Gutachten. Es ist ganz einfach. Okay, klasse. Dann wollen wir mal anfangen, Davis. Ich möchte, dass Sie sich vorstellen, dass Sie mitten auf einem Grundstück stehen. Okay. Auf dem Grundstück ist ein rotes Haus, ein grünes Haus, ein blaues Haus und ein weißes Haus. Ja. Der rote Mann wohnt im roten Haus, der grüne Mann im grünen Haus und der blaue Mann im blauen Haus. Okay. Also, wer wohnt im weißen Haus? Der weiße Mann. Nein, tut mir leid, der Präsident wohnt im weißen Haus. Sie sind geistig behindert. Was? Hier ist ein Flyer für Zurückgebliebene mit zahlreichen Infos und Anfängerkurse für Arschlöcher wie Sie. Warten Sie. Haben Sie mich als geistig behindert bezeichnet? Ich habe Sie als geistig behindert diagnostiziert. Ich bin nicht behindert. Doch, sind Sie. Aber dieser Flyer zeigt Ihnen einen teuren und leichten Weg, wieder gesund zu werden. Ich weiß, dass ich nicht behindert bin. Also gut, normalerweise mache ich sowas nicht. Aber möchten Sie einen anderen zurückgebliebenen Test machen? Ja, aber müssen Sie das wirklich so nennen? Geben Sie mir Ihre Hand. Was? Wussten Sie, dass ich in die Zukunft sehen kann? Nein. Oh ja, man kann so einiges aus den Händen ablesen. Zum Beispiel hier, ich sehe ein wunderschönes Haus in der Zukunft. Ihre Frau pflegt den Garten, ihre zurückgebliebenen Kinder spielen draußen und direkt in der Mitte ihres Riesengartens ist der Swimmingpool. Tut mir leid, Sie sind geistig behindert. Gott! Nur eine zurückgebliebene Person hätte sich von mir in die Hand spucken lassen. In andere Hände zu spucken ist zurückgeblieben. Sie sind der Idiot. Nein, Sie sind hier der Idiot. Und das Wort Idiot zu benutzen ist ziemlich unvorteilhaft für einen in Ihrer Position. Ich bin nicht zurückgeblieben. Warten Sie. Ist das einer dieser Tests, wenn ich Ihnen glaube, dann bin ich zurückgeblieben? Nein, Sie sind geistig behindert. Ich würde Ihnen dringend empfehlen, diese Flyer durchzulesen. Okay, ich brauche und will diesen Flyer nicht. Geben Sie mir einfach einen neuen Test. Bitte? Geben Sie mir einen neuen Test. Also gut. Folgen Sie meinen Finger mit Ihren Augen. Sie sind behindert. Das ist unmöglich. Wenn man geistig behindert ist. Ich bin nicht behindert. Man kann das auch physiologisch beweisen. Zum Beispiel, wenn Ihre Hand größer als Ihr Gesicht ist, sind Sie behindert. Sie sind behindert. Okay, Doktor, hören Sie zu. Ich bin nicht und war noch nie geistig behindert. Ich bin ein mental, physisch absolut fittes Individuum, das nur versucht, seinen Job gut zu machen. Können Sie das verstehen? Es gibt noch einen Test. Klasse, schießen Sie los. Okay, bitte sagen Sie DHL und vertauschen Sie das D mit dem H. Nennen Sie danach einige lustige Farben. Das wäre dann H, D, L. Ich werde das nicht machen. Nennen Sie mir ein paar lustige Farben. Halten Sie die Schnauze. Entschuldigen Sie, Davis, wenn Sie diesen behinderten Test erfolgreich abschließen okay, wollen, es sagen ist, es Sie ist angekommen. DHL, verstanden. Also das wäre dann H, D, L. Orange, blau, gelb, rot. War das gut? Bin ich jetzt behindert? Ja, Sie sind äußerst behindert. Kann ich Sie was fragen, Doktor? Natürlich. Sie nehmen an einem Wettlauf teil und Sie überholen den Letzten. Sagen Sie mir, auf welchem Platz sind Sie jetzt? Sehen Sie, ich bin nicht zurückgeblieben. Also muss ich diese Frage nicht beantworten. Was ist der, die oder das gerade kommt? Ich weiß es, aber ich sag's Ihnen. Welche Tiere springen höher als ein fünfstöckiges Haus? Sowas fragt man nicht mal, Baby. Wie viel Erde ist in einem Loch von der Größe 3 Meter mal 6 Meter mal 6 Meter? 108 Kubikmeter, ich bin ein Mathe-Genie. Nein, da ist keine Erde, das ist ein Loch. Halt's Maul! Ich halte nicht mein Maul. Ich halte dir Scheiß ins Gesicht. Und immer wenn ich dich ansehe, muss ich kotzen. Und dann kommt eine schmierige Mutter um die Ecke. Und leckt es auf. Meine Mama macht sowas nicht. Sie sind nicht zurückgeblieben, tut mir leid. Schon okay. Wollen Sie mit meinem Truck spielen? Doktor? Doktor, der Kuchen schmeckt lustig. Ich verstehe nicht, der Kuchen schmeckt... Ich bin behindert.